Friedrich von Baden-Österreich, Titular Markgraf von Verona und Baden, war ein Mitstreiter König Konradens von Hohenstaufen. Leben: Friedrich war der Sohn von Hermann VI, Titular Markgraf von Verona und Baden, sowie Anwärter auf die Herzogschaft von Österreich und Gertrud von Babenberg, der Tochter Heinrichs des Grausamen von Österreich. Sie war die Nichte Herzog Friedrichs des Streitbaren von Österreich, des letzten Herrschers aus dem Haus der Babenberger. Sein Vater Hermann von Baden hatte zwar namens seiner Frau Anspruch auf Österreich erhoben, konnte seinen Anspruch auf die Nachfolge jedoch nicht durchsetzen und starb jung im Alter von 25. Gertrud weilte mit den beiden kleinen Kindern zu dieser Zeit in Meißen, Sachsen, bei der Verwandtschaft und residierte dann als amtierende Herzogin am Kahlenberg zu Wien, weil Ottokar Prämisse von Böhmen, der Gertruds Tante Margarete von Babenberg geheiratet und damit ebenfalls Erbansprüche hatte, Österreich 1251 ohne Widerstand besetzt hatte, floh die Familie in die Steiermark, wo Gertrud im Frieden von Ofen 1254 Teile dieses Herzogtums zugesprochen bekam. Gertrud lebte dann in Voitsberg und Judenburg. Friedrich kam zu seinem Schwager Herzog Ulrich III. Von Kärnten in Obhut. Spätestens seit 1266, als er in das Mannesalter kam, übersiedelte er nach Bayern, wo er sich mit Konraden von Hohenstaufen befreundete. 1267 schloss er sich Konrad ins Italienzug zur Rückeroberung des staufischen Erbes an. Zusammen mit seinem Freund, der sich als König von Jerusalem und Sizilien sah, zog Friedrich gegen Sizilien. Der Papst sah Konraden nur als Herzog von Schwaben und König von Jerusalem und machte Karl von Anjou, den Bruder Ludwigs VI, von Frankreich zum König von Sizilien. 1267 zogen Konradin und Friedrich mit einem kleinen Heer gegen Karl von Anjou. Am 18. November 1267 wurde Konradin daraufhin von Papst Clemens IV. Exkommuniziert und als König von Jerusalem abgesetzt. Am 24. Juli 1268 zog Konradin umjubelt in Rom ein. Nach dem Abzug aus Rom schlugen Friedrich und er Karl von Anjou im Arnotal. Am 23. August kam es in den Abruzzen zu einer erneuten Schlacht mit dem angevinischen Heer, der später sogenannten Schlacht bei Taglia Cozzo. Zunächst waren die Truppen Konradins und Friedrichs im Vorteil, doch durch planloses Verfolgen des Feindes wendete sich das Blatt, und die beiden wurden von Karl von Anjou besiegt. Konradin und Friedrich gelang zwar die Flucht vom Schlachtfeld. Am 9. September 1268 wurden sie aber bei Astura von einem Lehnsmann Konradins, Giovanni Frangipani, verraten und an Karl von Anjou ausgeliefert. Dieser ließ die beiden Jugendlichen mit 10 bis 15 ihrer Gefolgsleute unter fadenscheinigen Argumenten zum Tode verurteilen. Am 29. Oktober 1268 auf der Piazza Mercato in Neapel enthaupten und ihre Leichname in ungeweihter Erde verscharren. Ihre Gebeine wurden später in der durch Konradins Mutter Elisabeth von Bayern erbauten Kirche Santa Maria del Carmine bestattet. 1847 ließ der damalige Kronprinz und spätere König Maximilian II. Von Bayern die Gebeine ausgraben. Einer der Bleisäge konnte jedoch nicht geborgen werden, da er unter den Chorstützen lag. Dieser enthält vermutlich die Gebeine Friedrichs.